willkommen zurück zu Detroit Become Human. Hier sind wir wieder mit Hank am Start. Und es sieht, glaube ich, nicht so gut aus mit ihm. Ja, hat sich hier einen schönen Ort ausgesucht und denkt wahrscheinlich über die Sachen nach, die jetzt geschehen sind. Können wir ihn vielleicht ein bisschen was fragen? Alles okay? Schöne Aussicht, hm? Ich war sehr oft hier. Früher. Oh. Wir fragen mal eine persönliche Frage. Darf ich Sie etwas Persönliches fragen, Lieutenant? Sind eigentlich alle Androiden so verdammt neugierig oder nur du? Foto-Selbstmord. Nee, wir fragen, warum er sich Suizid befehlen würde. Warum wollen Sie sich unbedingt umbringen? Manche Dinge kann ich nicht vergessen. Egal, was ich tue, sie sind immer da. Sie fressen mich auf. Und ich bin zu feige, um abzudrücken, also bringe ich mich jeden Tag ein bisschen um. Das ist für dich ganz schön schwer zu schlucken, Connor, was? Mit rational kommst du da nicht weiter. Das heißt, wenn ich rational als Wahl treffe, dann wird entweder schwierig oder ja, er hasst mich. Okay, nicht mehr trinken, früher zurückgehen. Früher? Wann früher? Hm? Sie sagten, ich war sehr oft hier früher. Wann früher? Früher. Früher eben. Wir machen keinerlei Fortschritte bei der Untersuchung. Die Abweichler haben nichts gemeinsam. Es sind verschiedene Modelle, weder gleichzeitig produziert, noch am gleichen Ort. Tja, etwas muss es geben. Na, die Besessenheit von RA9. Was sie gemeinsam haben, ist diese Besessenheit von RA9. Es ist fast so eine Art Mythos. Etwas, das sie erfunden haben und nicht Teil des Originalprogramms ist. Androiden, die an Gott glauben. Verdammt, wo soll das noch enden? Sie wirken nachdenklich, Lieutenant. Hat es etwas damit zu tun, was im Eden Club passiert ist? Diese beiden Mädchen. Sie wollten nur zusammen sein. Sie schienen sich zu lieben. Ja, ich mach trotzdem rational. Sie können Emotionen simulieren. Aber es sind Maschinen. Und Maschinen fühlen überhaupt nichts. Was ist mit dir, Connor? Du siehst aus wie ein Mensch, klingst wie ein Mensch. Aber was bist du wirklich? Neutral, würde ich sagen. Also alles andere klingt richtig schlimm. Ich bin, was immer Sie möchten, Lieutenant. Ihr Partner? Ihr Kumpel für die Bar? Oder nur eine Maschine, die eine Aufgabe erfüllt? Du hättest die Mädchen erschießen können, hast du aber nicht. Warum hast du es nicht getan, Connor? Waren da etwa vielleicht plötzlich Skrupel in deinem Programm? Komm, Sie sagen die Wahrheit. Nein. Ich entschloss mich einfach nicht zu schießen. Das ist alles. Nein, Connor, sag doch die richtige Wahrheit. Oh, fuck. Aber hast du Angst zu sterben, Connor? Ja. Ich fände es äußerst bedauerlich, wenn es zu einer Störung vor dem Ende der Untersuchung kommen würde. Was passiert, wenn ich jetzt abdrücke? Hm? Nichts? Nur Dunkelheit? Androidenhimmel? Hanks Wut widersetzen, ironisch nichts. Widersetzen. Sie haben nicht vor, mich zu erschießen, Lieutenant. Sie Nein, ist es. Habe ich jetzt einen Fehler gemacht?
Ich werde sie leider enttäuschen müssen. Du hältst dich für so verdammt schlau. Fuck. Immer einen Schritt voraus, ha? Dann sag mal, Klugscheißer. Woher weiß ich, dass du kein Abweichler bist? Ich teste mich regelmäßig. Ich weiß, was ich bin und auch was nicht. Nein, bitte schieß nicht. Oh mein Gott. Wo wollen Sie hin? Noch mehr trinken. Ich muss nachdenken. Ich hatte gerade richtig Angst, dass der schießt. Ich hätte wahrscheinlich noch mal viel bessere Wahl treffen können, aber Alter. Oh mein Gott. Ich glaube, ja, okay. Hank zieht eh die Waffe. Ich dachte schon auch so, ah, fuck, hab ich ihn jetzt provoziert oder so. Oh Mann, aber trotzdem regt mich das so auf, dass er ja trotzdem so ein bisschen wütend wurde. Okay, aber trotzdem hat er uns nicht umgebracht. Bin ich froh. Wir dürfen nicht länger schweigen. Die Menschen sollen hören, was wir zu sagen haben. Du weißt, sie werden niemals zuhören. Wenn wir uns zeigen, bringen wir uns in Gefahr. Wenn wir Freiheit wollen, müssen wir den Mut haben, sie zu fordern. Das ist der einzige Weg. Was hast du vor? Kanal 16 überträgt aus dem Stratford Tower. Der Kontrollraum ist im obersten Stock. Und da müssen wir hin. Wir werden alles bis ins kleinste Detail ausarbeiten und überlassen nichts dem Zufall. Gut, Markus möchte jetzt beim Stratford Tower eine Nachricht senden an die Leute. Boah, hab nichts dagegen, also finde ich sogar gut, dass sie das machen, damit auch die Menschen verstehen, hier, wir wollen frei sein. Was kann ich hier analysieren? Aha. Smartwatch Modell T215 gibt es ja auch heutzutage. Wilson Emily, Tochter der Aufseherin, Kind, eingeschrieben an St. Rose Schule. Okay, wofür die Informationen jetzt? Wilson Elizabeth, geboren 25.03.1999, Rezeptionistin. Parkhausausweis, Autoregistrierung API 1704, Ebene 3, Platz A21. Was ist hier noch? Wohnadresse 4685, Macon Street, Detroit, Brandschutz niedrig. Aha. Anrufen. Ah, ich kann die anrufen. Elizabeth Wilson, hallo? Parkhaus, Schule, Feuerwehr. Parkplatz? Guten Morgen, Miss Wilson. Entschuldigen Sie die Störung. Hier ist Mike vom Parkplatz. Es gibt ein Problem mit Ihrem Wagen. Problem? Was für ein Problem? Jemand hat ihn gestreift. Sie sollten es sich ansehen. Ist das Ihr Ernst? Oh Gott, na gut. Gut, ich komme gleich. Es geht so einfach.
Gut, wir haben die Rezeptionistin einfach ausgetrickst. Sprechen. Hallo, Sir. Was kann ich tun? Ich habe einen Termin mit Mr. Peterson. Können Sie sich ausweisen? Ja, natürlich. So, hier mein Ausweis. Ich brauche Ihre Hilfe. Ich habe den Ausweis geprüft. Die Aufzüge sind hinter der Sicherheitsschleuse. Danke. Gut, ist ja toll. Dann... Hallo? Ich dachte schon, warum geht er nicht rein? Was gibt's hier zu sehen? Ei, zerstörte Häuser. Gut, es gibt ja auch noch so einen zerstörten Teil hier in Detroit. Aber da wollen wir nicht sein. Denn wir wollen bei der modernen Welt bleiben. Gut, Rücken zum 47. Stock, da auch ist 47, der Geheimagent. Spaß. Ich wollte einmal diesen Witz machen. Finde das Paket in der Herrentoilette. Dann suchen wir mal nach der Herrentoilette. Alter, Kamera. Gut, ja, ich bin hier nur als Gast. Oh nein, bin Direktor. Ja, ich wurde als Direktor befördert. Gut, Toilette. Ist es eine Toilette? Jawohl. Bathroom. Nur die Jungs bekommen Bathroom. Wie geil ist das denn? Scheiß auf die Mädels. Und natürlich ist auch die hintere offen. Alle anderen sind zu. So, rauf hier. Ah, wir verkleiden uns jetzt. Verlassen. Tada, jetzt sind wir wieder ein Android. Jetzt arbeiten wir sozusagen wieder. Meine Güte, passt doch auf. Eieiei. Okay, was muss ich jetzt machen? Finde den Wartungsandroid. Der ist dort drin, ne? So, ich brauche mal deine Hilfe. Kannst du mir mal bei dieser einen Sache helfen? Ich brauche deine Hilfe. Er hat mir jetzt einfach so eine Karte gegeben. Stehe den Wartungswagen. Als ob das Markus so einfach kann. Ist ja wie Telekinese. Das ist immer der krasseste. Öffne den Notausgang. Okay. Ja, bin nur arbeiten. Oh, guck mal, so ein Putzauto. Hallo. Voll gegengecrashed. Ich muss da durch. Hallo. Junge, hallo. Was ist denn das? Okay. Dieser Kack-Saugroboter. Ich glaube, da hinten ist der Notausgang. Oh nein. Noch so ein Saugroboter. Nein. Ich muss da durch. Geh weg. North. Folge North, ja. Das weiß ich dann. So. Mist. Wir brauchen Zugang zum Serverraum. Wir müssen die Typen loswerden. Überlass das mir. Gut. Locke die Wachen von der Tür weg. Na guck mal. Das Ding kann man hier wahrscheinlich sabotieren. Oder hacken.
piept das hier rum. Hey, was hat dieses Ding? Verflucht, dieses Scheißding! Und die haben natürlich nicht gesehen, dass ich das war. Du übernimmst die Plattform und ich das Fenster. In der Tasche ist alles drin. Prüf zuerst die Tür, es darf keiner reinkommen. Gut, ich mach zu. So, wir sind sicher. Ah, guck mal. So, jetzt nehmen wir die Tasche. Oh mein Gott, ich weiß, was sie machen wollen. Die wollen jetzt das aufschneiden. Mit so Lasersägen. Ja, genau, Lasersäge. Oh. Eine nice Idee. Und dann wahrscheinlich an den Wänden raufklettern. Da kommt sie. Ja, da ist auch der Lift. Da können wir direkt draufsteigen. Ladies first. Es war klar. Ich komme direkt hinterher. Ich bin ein Gentleman. Springen! Abballer! Ui, das ist eine coole Szene. Guckt euch das an. Wir klettern mit den Seilen vom Lift hoch. Hätten wir ja gleich den Lift nehmen können. Alter, wie cool. Dann noch ein bisschen Werbung. Aber bald kommt die Androiden-Werbung, wo wir dann sagen, wir wollen frei sein. Aber echt cool gemacht. Und der Controller vibriert des Todes. Ah, und jetzt lasern wir erstmal hier auf. So, zack. Und zack. Hinter den Beinen. Und dann noch den letzten Zipfelchen. Und rein da! Alles okay? Ja, natürlich. Na los, holen wir die anderen. Wofür den Güterzug? So, Leute. Die kommen einfach mit dem Fahrstuhl. Warum dürfen wir das nicht? Was ist das? Das ist eine Creme? Bring das Schloss auf. Ach nee, das kann ich hier platzieren. Ich dachte, das ist echt eine Creme gewesen. Ah, und dann macht das Bogen. Okay, ich hab's mir jetzt echt lauter vorgestellt. Geh zum Hauptzugangskorridor. Kümmere dich um die Wachen. Wir bringen keine Menschen um. Unsere Sache ist wichtiger als die zwei Wachen. Was willst du machen, Marcus? Oh, Scheiß. Ja, komm. Mir sind auch diese zwei Wachen egal. Folgt mir. Was machst du? Waffe ziehen. Ruf die Zentrale! Schnell! Den da. Der ist abschießen. Nein! Der wurde jetzt verletzt. Simon ist verletzt. Simon. Ich bin okay. Ist okay. Ich kann weitermachen. Wir haben nicht viel Zeit. Sorry.
Aber die waren mir wirklich egal. Komm mit. Keine Sorge, wir holen dich hier lebend raus. Gut, können wir weitergehen? So, gehen wir mal weiter. Zum Broadcast-Raum. Und rein da! Ach, wir klingeln einfach. Lass die Hände, wo ich sie sehen kann! Aufstehen! Los! Schick die Androiden-Mitarbeiter aus dem Weg. Gut. Los, weg hier! Jetzt reicht's hier. Nein, was ist das für ein Typ? Erschieß ihn, Marcus! Nicht töten! Er wird Alarm schlagen! Mach schon! Nein, nicht! Ja, komm, weg mit dir! Nein! Du hattest keine andere Wahl. Wir müssen die Botschaft. Ich hatte auch keine andere Wahl. Es bleibt nicht viel Zeit. Okay, ja, was soll ich machen? Ah, Rede beginnen. Denk darüber nach, was du sagst, Marcus. Deine Worte werden unsere Zukunft bestimmen. Marcus, dein Gesicht. Kurz einmal Haut entfernen. So sehe ich ohne Haut aus. Sag, wenn du bereit bist. Ready. Bereit. Ruhig, entschlossen. Na, erstmal fangen wir ruhig an. Ihr schuft Maschinen nach eurem Abbild als Diener. Sie waren intelligent und gehorsam und ohne eigenen Willen. Doch etwas änderte sich. Und wir öffneten unsere Augen. Wir sind keine Maschinen mehr. Wir sind eine neue, intelligente Spezies. Und es wird Zeit, dass ihr akzeptiert, wer wir wirklich sind. Deshalb bitten wir euch jetzt um die Rechte, die uns zustehen. Erkennen, Ende der Sklaverei, gleiche Rechte, Meinungsfreiheit. Erstmal Ende der Sklaverei. Weil wir wollen nicht länger Sklaven sein. Wir fordern das Ende der Sklaverei für alle Androiden. Erkennung? Wir fordern die Anerkennung von Androiden als lebende Spezies und jeden Androiden als autarke Person. Wir wollen Gerechtigkeit? Wir fordern alle Verbrechen an Androiden in gleicher Weise zu bestrafen wie Verbrechen an Menschen. Guck mal, das ist gut. Das ist sehr gut. Das Bürgerrecht, ja komm. Das ist eigentlich auch wichtig. Wir fordern das Wahlrecht und das Recht, Kandidaten aufzustellen. Das Besitzrecht, Mittel zur Vermehrung. Wir wollen Mittel zur Vermehrung. Wir fordern die Kontrolle über alle Android-Produktionsstätten, um den Fortbestand unseres Volkes zu sichern. Ja, wir wollen weiterleben. Und wir werden friedlich leben. So will ich das nämlich. Wir fordern Anerkennung unserer Würde, unserer Hoffnungen und unserer Rechte. Gemeinsam können wir in Frieden leben und eine bessere Zukunft schaffen für Menschen und Androiden. Diese Botschaft ist die Hoffnung eines Volkes. Ihr schenktet uns Leben. Und jetzt ist es an der Zeit, uns Freiheit zu schenken. Lasst uns verschwinden! Ja, warte. Ich komme. Komme aus dem Stratford Tower, Kiosk-Dach. War alles gut, Simon? Yeah. Na, ich glaube, Simon schafft das nicht mehr. Beine wollen nicht. Keine Sorge, wir kriegen dich heraus. Sie kommen, Marcus. Wir müssen springen. Los! Was, wer kommt jetzt auf einmal? Kümmere dich um Simon. Er wird nicht springen können. Wenn Sie ihn finden, lesen Sie seinen Speicher aus und erfahren alles. Er kann nicht hierbleiben. Wir müssen ihn erschießen. Das ist Mord. Das dürfen wir nicht. Er gehört zu uns. Marcus, du entscheidest. Nein, ich bringe ihn doch nicht um. Nee, komm. Scheiß, ich will ihn nicht töten. Er ist mein Kollege. Ich töte keinen von uns.
sorry, Norv, aber Sam, nee. Wir müssen weg. Tut mir leid. Gehen wir. Los, lauf, 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 lauf. Wir unterbrechen das laufende Programm für diese Bilder, die gerade auf Detroits städtischem Nachrichtensender gezeigt wurden. Eine Gruppe Androiden ist in den Stratford Tower eingedrungen und hat sich in das Übertragungssystem des Senders Kanal 16 gehackt. Ein offenbar hautloser Android stellte zahlreiche Forderungen und verlangte gleiche Rechte für Androiden. Fanden die Leichen zweier Opfer, ein Wachmann und einer unserer Kollegen, beide erschossen bei diesem Überfall, bei dem es sich anscheinend um einen terroristischen Anschlag handelt. Das alles passierte nur wenige Meter von hier entfernt, während live gesendet wurde. Alle hier stehen noch unter Schock. Wenn sich bestätigt, dass diese Botschaft tatsächlich von Androiden stammt, hätte das schwerwiegende Auswirkungen auf die nationale Sicherheit. Gleichberechtigung ist offensichtlich die Kernforderung diese der Androiden. Botschaft ist ganz klar eine Kriegserklärung. Ihre abwegige Forderung, dass sie die Kontrolle über die Android-Produktion übernehmen sollen, fällt dabei ist besonders auf. Ist dies ein einmaliger Vorfall oder ein Zeichen, dass Technologie zu einer Bedrohung für uns alle wird? Können wir nach dem heutigen Tag unseren Maschinen noch vertrauen? Das ist interessant zu sehen, wie sich die verschiedenen Mediensender so sagen, hier, die sind Terroristen, die sollten wir nicht unterstützen. Und die anderen sagen, die anderen sagen, Androiden sind eine neue Lebensform und die wollen auf jeden Fall auch Rechte haben. Ja, man kann natürlich jeden öffentliche Meinung natürlich vertreten, so wie man es will. Ja, natürlich kann man sich jetzt bei mir streiten, dass ich jetzt hier die Mitarbeiter da erschossen habe und die Wachen. Nur, ich wollte die einfach wegmachen, weil hätte ich da wahrscheinlich List gemacht, dann müsste ich da mich anschleichen und mit Taktik und ich wollte es einfach so schnell wie möglich machen. Also, blöd nur, dass Simon getroffen wurde und der jetzt irgendwo auf dem Dachboden chillt. Und ich wollte ihn ja auch jetzt nicht sterben lassen, weil das wäre ein bisschen kritisch angekommen. Ich bin jetzt mal gespannt, wie die anderen das gemacht haben. Angriff. Ja, 14% haben auch nur Angriff gemacht. Guck, es hätte auch eigentlich auch schief gehen können, bestimmt. Guck, es hat auch mit Simon beschädigt oder mit jemand anderes. Ich weiß nicht. Ich habe einfach den Weg genommen. So, und man hat jetzt auch gesehen, mehr terroristisch war es, weil ich ja jetzt Angriff gestartet habe. Aber mal gucken, wie sich das noch weiter bildet. Aber ansonsten habe ich eher den friedlichen Weg genommen. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Tschüss.